Hey und willkommen zu einer kleinen Runde sehr oft Tives zusammen mit Zombie. Bewerte den Part und viel Spaß. Ein Fragment des Flyerbands ist noch nicht gefunden. Nun hatte ich niemand geringerer als der rätselhafte Fährmann zu sich bestellt, dessen Herkunft geheimnisumwoben ist. Der Herr Fährmann geleitet verstorbene Piraten zurück in die Welt der Lebenden. Stähle dein Herz, denn es gibt nur einen einzigen Weg, wie du zu ihm auf die Fähre der Verdammten gelangen kannst. Da vorne ist unser Ziel. Oh, zeigst du mir da einen ganz besonderen Schatz? Ja, den größten Schatz der Welt. Da bin ich aber gespannt. Geh schon mal nach vorne, weil ich so aufgeregt bin. Oh, Skullkeep. Und das klingt aber nach einem echten Abenteuer. The Zombie und German Let's Play. Ja! Oh, ich sehe den Schatz. Komm mal mit, Zombie. Hast du was Feines gefunden? Ja, ein Schatz, wie gesagt, ne? Oh. Schau mal, oh. Setz dich mal an die Kanone. Prank! Wo sind wir, Zombie? Im Reich der Toten, da komme ich her. Ach so, hier ist die Quest. Ja, das Schicksal der Morning ist da. Ich nehm's an. Oh. Der Foliant des Fährmanns erzählt von Seelen, die in der Welt der Lebenden gefangen sind. Ihre traurigen Schicksale sind auf irgendeine Weise mit dem Schleierband verbunden. Der tote Fährmann erzählt uns, wie er ein wertvolles Artefakt mit ins Grab nahm und gibt uns das Buch der Toten. Wir sollen das Artefakt aus seinem Sarkophag nehmen und das Buch der Toten benutzen, um die Seelen der Verstorbenen zu befreien. Das Buch der ruhelosen Toten. Die Laterne wirft Licht, das Licht enthüllt Wissen, Wissen ist Macht, Macht hat ihren Preis. Meine letzten Worte. Ich versenke meine Schaluppe vom Marauders Arch, denn ich habe keinen Nutzen mehr für sie. Das Blut wische ich mir von der Stirn und kämpfe mich zu meinem Grab voran. Auf dem höchsten Gipfel liege ich und starre auf die Äste über mir. Okay, Marauders Arch. Das ist echt wenig Platz. Also du bist Meister, ich bin Schiffslenker. Ja, ich habe einen Arm und einen Fuß. Längs einschlagen. Nee. Oh, da ist ja noch ein Stein. Hast recht. Ah! Ich habe den kleinen Stein nicht gesehen. Du hast gesagt, links einschlagen. Ja, ich hab gesagt, links einschlagen. Da hinten, da ist ein Schiff. Oder? Kannst du kurz die Musik halten? Dann kann ich mein Fenster zumachen. Dann kann ich mitsingen. Das ist nur ein Seelentor. Aber oh, echt? Die schießen auf uns. Kalle hätte genau dann treffen müssen bei dem uns. Ah, die treffen nicht. Oh nein, ich schlag gerade sie rein. Aua! Warte mal, kann ich mich da hochschießen, bitte? Da will ich hin. Ich versenke meine Schaluppe vor Marauders Arch. Zumal. Oh nein, nein. Oh danke, da war Wasser. Ich meine, dem Kleinen liegt eine Kiste. Oh, Alter, warum? Der Baum scheint das Ende seines Lebens erreicht zu haben. Wie passend, dass wir beide hier zusammen enden. Das Gift geht herunter wie Öl, wie man es mir versprochen hatte. Ich bin der Fährmann und meine Reise beginnt nun erst. Hermann heißt der, okay. Der Fährmann, ja. Der Hermann, okay. Nee, ich bin der Hermann. Und meine Reise beginnt. Dann müssen wir wohl hin. Ja, dann lass doch mal hochlaufen zum B. Gute Piraten. Wie soll er denn hier begraben sein? Das ist ein Stein. Oh, du hast ihn. Öffne dich! Oh Gott. Warum ist der... Hä? Verzauberte Laterne. Ach da. Ich will seine... Ich glaube, ich habe den echt schlecht ausgegraben. Oh, ich kann's nicht aufheben. Nicht? Ich hab's gesehen. Ja, ich auch. Ich kann's nicht aufheben. Nein! Warte, das sollte ja ultra easy zu fixen sein. Weil wenn wir die Quest abbrechen,
können wir die doch einfach direkt wieder annehmen. Okay, Manu, du Gierlappen. Diesmal erst fertig ausgraben. Nee. Macht das wieder so. Hey, aber wenn ihr uns als irgendwie Beta-Tester einstellen wollt, ich bin dabei. Ja, wir finden alle Bugs. Oh, schön machst du das. Ja, grad nochmal. Die Musik ist wenigstens. Jetzt grab! Schneller! Ich habe nämlich gehört, dass wenn man 250 mal gräbt an der Stelle, die Laterne auf einmal draußen ist. Fein machst du das, ja. Ich drück einfach so schnell, wie es geht. Ich helf dir. Ja. Gleich ist da keine Erde mehr. Gleich haben wir den, oh, den Berg weggegraben. Okay, Leute, ich drehe mich jetzt um. Und wenn ich mich wieder hindrehe, dann ist alles in Ordnung. Und ich habe dann bestimmt auch komischerweise wieder volle HP. Einmal drehen. Drehen. Oh, ist noch da. Und drehen. Es hat geklappt. Zum Beispiel, ich fühle mich aber irgendwie 2 Wochen älter als vorher. Richtig nicht, ich fühle mich 2 Wochen jünger. Ja, grab schneller. Hilf doch. Nee, ich guck dir gerne zu dabei. Ja, fein. Ja, ich mag deinen Schweiß. Ja, oh, jetzt wo du ihn wegleckst, ist es besser. Alter, wie viel ist das? Hier ist ein ganzer Sarg, was erwartest du? Ja, ab einem gewissen Punkt dachte ich mir, okay, jetzt kann das echt machen. Aber es scheint zu dauern. Ja, da ist es. Hallo. Oh, das ist ja. Ja. Alter, wie cool ist die Lampe? Oh. Alter. Der Boden leuchtet. Ach, guck mal, wir sehen Spuren von den Seelen. Da, ja. Wir sollen doch die Seelen retten, oder? Ja, genau. Ja, schätze ich mal. Ich weiß nicht mehr, was der gesagt ganz hat, am Anfang ist zum Beispiel Wild Rose und George ja, aus der vorherigen Folge. Ja, Seelen gerettet. Und danach der Dinger, Seele gestrandet. Dieser starb in großer Bange auf der Flucht vor seinem Schicksal. Die See, ihr Schlund, ein Kreis spitzer Felsen, bietet keine Ruhe. Oh, ich weiß wo. Er weiß, wie auch seine Verfolger, dass er in der Falle sitzt. Heißer, nasser Schmerz durchdringt ihn und wirbelt ihn in die Luft, während er hilflos mit den Armen rudert. Nein, er rudert wild, er fällt. Gut, dass wir durch den Sturm müssen. Ich bin so ein wertvolles Mitglied der Crew. Ja. Ich mach die Mucke, lauf hier durch. Und ich fahr. Boah, wackelt das. Sind die auch in einem Sturm? Ja, dann brauchen wir passende Musik. So, der hatte noch eine zweite Seite mit Text, oder was? Ich habe nur das unter seinem Bild gelesen, das klang nach Shipwreck Bay. Er weiß, dass er in einer Falle sitzt. Heißer, nasser Schmerz durchdringt ihn und wirbelt ihn in die Luft. Heißer, nasser Schmerz? Oh, nee. Ja, eventuell müssen wir woanders langfahren. Der zweite Satz klingt fürchterlich. Ja, weil heißer, nasser Schmerz in dem Lavagebiet da unten rechts gibt es so Geysire, die ihn hochwerfen. Du meinst Magma's Tide, ne? Da bekommt man Schaden. Hä? Alle Inseln unten links. Unten rechts. Ach so. Ashen Reaches. Oder. Ja, nee, lass aber da hinkommen. Obwohl eigentlich auch schon wieder dumm. Wir können auch genauso gut erstmal gucken, was bei den anderen abgeht, um eine perfekte Route zu erstellen. Der wurde hingerichtet. Sein Mund öffnet sich und er spricht ein kurzes Gebet in der Muttersprache seines Vaters. Ja, okay, ein Gebet in seiner Muttersprache, dann google ich mal eben. Rette uns vor dem Feuer der Hölle. Ja, die sind alle da auf diesen Hölleninseln wahrscheinlich. Nein! Und der Captain, der ist... Dieser hier starb im Kampf. Nichts Geringeres hätte ich erwartet. Er allein wagt es, sich seinem Erzfeind zu stellen. Klinge gegen Klinge. Er täuscht an, stürzt voraus, aber er ist mittlerweile zu alt, zu langsam. Der Stahl blitzt auf und auch ihn ereilt der Tod. Während das kalte Feuer seine Seele verzehrt, kann er nur hoffen, dass sie in Sicherheit ist.
Warte. Bei dem Text von Ghost. Anhängerpaar, bla bla, Seelen im Inneren gebunden und doch wurde der Fluch durch die Hand eines Piraten gebrochen. Die Schicksalsgötter befahlen mir, ich sollte mit diesem Piraten sprechen, um herauszufinden, ob er jenen Seelen helfen kann, die noch auf der südlichen Sanden der Old Faithful Isle verweilen. Eine Ewigkeit später. Oh, was ist das? Nein! Hä? Da ist er! Ja! Ledo. Machst du was? Töt ihn, bring ihn um. Ah, guck mal, wenn du hochhältst, kommen die Fußspuren. Ah! Da lang! Okay. Cool. Lady? Oh, eine Party! Ey, da kommt einer! Wir müssen laufen! Okay, die sind da hochgelaufen. Ja, oh, jetzt gehen die Spuren wieder zusammen. Weißt du, hier und... Oh. Hä? Oh. Hä? Oh. Nein! Oh. Oh. Hier sind Spuren. Ja, ich sehe es. Ah, hier hoch. Alter, was? Den hätte ich ja schon 10-mal verloren, den Jungen. Ist aber ein Gott. Ja, der will die Skelette aber echt loswerden. Ja. Da! Oh. Oh. Das ist ein Alter! Alter, mit dem hat er sich duelliert. Der ist mega cool. Ja, voll das krasse Schwert. Achso, und dann ist er weiterhin da lang gelaufen. Okay. Was auch immer dann passiert ist. Ah, der eine hat gewonnen, ne? Dann ist er weitergelatscht. Oh. Ah, die haben hier oben. Das ist der Kampf. Geil. Oh. Zack! Flatsch! Er wurde verwundet! Nein! Warum? Oh. Nein! Oh, er blockt aber noch mit seiner einen Hand. Ach, boah, bist du krass. Warte, davon mal ein cooles Bild. Oh, es ist cool. Und da sind die Schritte vom Skelettlord. Ach ja. Alter. Der hat Füße. Ah, oh, die Skelette. Was macht ihr da mit ihm? Er hat irgendwas in der Hand. Oh, Alter. Ja, komm mal her. Wir haben mit dem Graben waren wir halt falsch. Hä? Mann, warum? Warum, Welt? Ich hab hier sogar gebuddelt. Schau mal, hier ist ein Grabloch von mir. Hier. Ja, ich hab auch. Nee, hier hab ich gebuddelt. Guck mal. Ja. Lol. Er wirft's weg. Nein! Ich spring hinterher. Ja, hier. Ich hab ihn. Das ist ja cool. Das ist echt cool. Skelettschlüssel. Ja, ja. Öffne die Seele. Oh, andere Seite. Seele, komm mal raus. Ja, komm raus. Freilassen. Ich hab... Oh, wir müssen nicht auf die Lava-Inseln, Manu. Oh, wie geil, wie geil. Warum helfen wir eigentlich dem toten Mann? Keine Ahnung, wie viel Geld. Okay. Okay, Geister folgen. Let's go, Nummer 2. Skeletti? Oh nee, die Geister. Oh nee, sie kommen. Und dann ist ja ein Opfer hier nach rechts gerannt. Du springst jetzt! Wie cool. Okay, ich merke mir mal da unten. Da will ich jetzt nicht runterhüpfen. Dann folgen wir dem anderen mal. Wo bist du denn gestorben? Ach, hier. Der schießt auch. Kann man den schießenden Skeletten folgen, nehme ich an? Ja. Ja, hier ist eine Kratzspur. Was geht denn hier ab? Da hat er sich bestimmt lang geschliffen mit den Schusswunden. Da, nein. Dann wird seine Seele in eine Kiste gesteckt. Alter, wie krank sind die denn? Hier sind wieder zwei Fußspuren, die wegführen. Eins von einem Skelett. Oder beide von Skeletten hier. Ja, Skelettfreunde. Einer mit einem Bein, aber nur Fuß. Der zieht die Kiste? Okay, dann müsste hier die Kiste irgendwo sein. Ja, einfach weiter geradeaus. Da. Ja. Warum kann es nicht immer so einfach sein? Ohne Schlüssel? Brauchen wir keinen? Na ja, doch, die andere Richtung wahrscheinlich. Oh ja. Nimm du die Kiste, ich leuchte den Weg dann noch rüber. So, irgendwo hier an der Wand war es. Ja genau, hier ist ein Hebel. Ah, ja, willst du das Fass nicht erstmal wegmachen? Das ist Fass direkt daneben. Dann drück doch mal. Hebel! Ah, da. Ah! Ach cool! Der Klassiker. Hab den Schlüssel. Ach Mann. Und auf. Und F. Hä? Hallo? Der schießt den Schlüssel mit der Kanone weg. Als ob. Okay, warte, ich richte es. Ja, genau. Ja, wollen wir erstmal gucken, wo die Leiche ist? Warte, ich will es in der richtigen Reihenfolge sehen. Aber die Kanone ist ja schon eingestellt. Ja, okay. Jetzt müssten wir hier ungefähr sagen, wo runtergefallen ist. Ah, ja. Bei die Kiste. Ah, nehmen wir seine Seele. Okay, dann gehen wir jetzt zur Kiste und du kannst dich danach zur Kanone schießen. Ja. Da. Och, geil. Buddel. Oh, fast. Buddel voll rum.
Ja. Was wir wohl heute wieder als Belohnung bekommen werden? Vielleicht 3000 bitte, Gold? Bitte eine Seele. Ich hab nämlich keine. In die Kanone klettern. Ey! Jetzt sterbe ich auch. Ui. Siehst du ihn? Nee. Ich glaube, ich wurde gescammt. Ah, da hinten. Da leuchtet was. Oh. Oh, was ist das wohl? Oh, was hast du denn dabei? Ein Schlüssel für dich, ja. Oh, die kann ich verkaufen. Okay. Ja. Guck mal. Ich öffne. Oh. Und ja. Du bist frei. Leb dein Leben. Leb den Tod. Zum Fährmann zurückkehren. Alter. Oh, okay. Bombenpass. Ah ja, dafür haben wir das. Perfekt. Was ist das hier? Der Fährmann lobt uns und freut sich über seine alte Laterne und die befreiten Geister. Er warnt uns vor dem mächtigen Skelettlord Greymarrow, der die Shores of Gold für sich beanspruchen will. Dann sollen wir Greymarrow finden. 3000 Gold! Ja, ich wusste es! Oh. Dafür habe ich die Seelen gerettet. Nur dafür. Schicksal der Morningstar. Komm, lass einfach runterspringen. Ja, nee, nee, ja. Ja, ins Meer der Tod. Es geht nicht. Und dieser Greymarrow wird hier wahrscheinlich dann irgendwas Ultra-Skelett sein, den wir da auch gesehen haben. Und der Endboss, klar. Okay. Dann bewertet den Part, schaut in die Videobeschreibung, da ist der Zombie verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.